Volksweise. Andere Männer sind verwegen. Anderen Männern ist zu trauen. Andere Männer sind zugegen. Will kann besser Witz erzählen. Rob ist netter, stiller, leiser. Warum sollte ich dich erwählen? Andere Männer schauen kühner. Jung sind sie und schlank und stau. Der ist mir ein Schlawiner. Donald ist so stark wie ein Schrank. Dave ist im Vergleich durchtrieben. Dick, ein Held wie Lancelot. Warum soll ich dich bloß lieben? Tu ich gar nicht, geh mit. Inventory. Dem tanzen. Ich will mit niemandem tanzen. Und selbst wenn ich es wollte, dann sicher nicht mit dem, der wäre ziemlich weit unten auf der Liste der letzten 10. Ich habe ja gesehen, wie das aussieht, wenn der tanzt. Wie etwas, was man in der Walpurgisnacht treibt. Wenn man sich vorstellt, dass ich vor nicht mal einer Viertelstunde hier saß und zutiefst das arme Mädchen bedauerte, mit dem er da tanzte. Jetzt soll ich das arme Mädchen sein. Die Welt ist schon klein. Da war ich, kümmerte mich um nichts außer um meine eigenen Angelegenheiten. Kein
keiner anderen Menschenseele tat ich was zuleide. Und dann tritt der da in mein Leben, ganz Großstadtmanier, um sich von mir die Gunst einer unvergesslichen Mazurka gewähren zu lassen. Ja, dabei kennt er nicht mal meinen Namen, geschweige denn, wofür der steht. Der steht für Verzweiflung, Bestürzung, Sinnlosigkeit, Erniedrigung und vorsätzlichen Mord. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Wie heißt der nur? Vielleicht heißt er ja Herr Cretin. Ja, was macht denn Ihr reizender kleiner Bruder, Herr Cretin, der mit den zwei Köpfen? Was soll man denn sagen, wenn so einer da einen zum Tanzen auffordert? Lassen Sie uns unbedingt miteinander tanzen. Es ist so nett, einen Mann kennenzulernen, der keine Angst hat vor einer Ansteckung mit meiner Sie wissen schon. Ja. Nein, das geht nicht. Man muss natürlich sagen, schrecklich gern. Na schön, bringen wir es hinter uns. Auf geht's, schneller Bomba. Ich glaube, es ist eigentlich eher ein Walzer. Ja, wollen wir mal zuhören der Musik einen kurzen Moment? Ja? Ja, ob mir das was... Nein, das macht mir gar nichts aus, natürlich. Gar kein... Nein, ich bin begeistert. Natürlich möchte ich gerne mit Ihnen Walzer tanzen. Natürlich möchte ich gerne mit Ihnen Walzer tanzen. Ja, ja, ja. Natürlich möchte ich mir gerne die Mandeln rausnehmen lassen. Wir lieben gerne mitten in der Nacht in einem brennenden Schiff auf hoher See. Jetzt sowieso zu spät. Wir nehmen allmählich Farbe auf. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh. Vorgestellt hatte. Das ist ja auch das einzige stets verlässliche Naturgesetz. Alles ist immer viel schlimmer, als man sich vorgestellt hat. Ich bin so froh, dass ich seine Aufmerksamkeit darauf lenken konnte, dass sie jetzt da einen Walzer spielen. Weiß der Himmel, was passiert wäre, wenn er gedacht hätte, es sei was Schnelleres. Wir wären glatt durch die Seitenwände des Gebäudes geschossen. Wir werden dauernd irgendwo hin, wo nicht ist. Und es war natürlich ganz meine Schuld. Ja, natürlich. Ja, ach, das sagen Sie jetzt auch nur aus Höflichkeit. Nein, es ist ganz allein meine Schuld gewesen. Fragt, was ich jetzt machen soll. So überhaupt? Soll ich ihn auf der Stelle umbringen mit meinen bloßen Händen? Oder einfach warten, bis er ermattet? Vielleicht ist es das Beste, keine Szene zu machen. Vermutlich sollte ich mich glücklich schätzen, wenn er mich lebend zurückbringt. Vielleicht ist es ja auch pingelig, von einem praktisch Unbekannten zu verlangen, dass einem die Schienbeine so lässt, wie sie vorgefunden hat. Schließlich tut der arme Kerl ja nur sein Bestes. Wahrscheinlich ist er hinter dem Mond aufgewachsen und hat nie keine Bildung nicht gehabt. Ich wette, sie muss mir ihn auf den Rücken werfen, um die Schuhe anzuziehen. Ah, toll, ja, nicht wahr? Oh, es ist toll, es ist einfach ein ganz toller Walzer, nicht wahr? Oh ja, einfach toll, ja. Autsch, oh Mann, aua, von meinem Spann runter, du ungeschnackter Trottel. Wo verhältst du mich denn? Eine Laufplanke, au! Nein, natürlich, nein, das hat überhaupt nicht wehgetan, gar nicht. Kein bisschen, ehrlich, war ja vor allem wieder meine Schuld. Wissen Sie, dieser kleine Schritt von Ihnen, der ist zwar absolut toll, aber am Anfang ist er eben ein klein bisschen tückisch nachzuahmen. Oh, den haben Sie sich selbst ausgedacht. Wirklich, also Sie sind ganz erstaunlich. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ja, oh, ich finde ihn toll. Ich habe ihn ja dabei zugesehen, als Sie ihn vorhin getanzt haben. Er ist ungeheuer wirkungsvoll. Wenn man zuschaut. Ich wette, ich bin ungeheuer wirkungsvoll, wenn man mir zuschaut. Ich wette, die Haare hängen mir ins Gesicht, mein Rock wickelt sich um mich rum, ich kann den kalten Schweiß auf meiner Stirn ja schon fühlen. Und er hat sich diesen kleinen Schritt selbst ausgedacht, der mit seiner degenerierten Verschlagenheit. Zweimal stolpern, schlittern und ein 20 Meter Sprint, ja genau jetzt hab ich's. Verbittertes Schienbein und ein verbittertes Herz. Und nun bin ich die ganzen 35 Jahre, die dieser Walzer schon dauert, in seiner verruchten Umarmung gefangen. Hört denn das Orchester niemals zu spielen auf? Oder
oder muss diese obszöne Travestie eines Tanzes bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weitergehen? Oh, was, ich spiele noch eine Zugabe. Fein, das ist toll. Müde? Nein, ich bin überhaupt nicht müde. Ich würde am liebsten endlos so weitermachen. Ich bin überhaupt nicht müde. Ich bin nur schon tot. Und die Musik, die wird nie zu spielen aufhören. Wir werden so weitermachen, der Affenzahn Charlie und ich, bis in alle Ewigkeit. Vermutlich wird es mir nach den ersten 100.000 Jahren nichts mehr ausmachen. Vermutlich wird es dann auch nichts mehr zählen. Ja, so weder die Hitze, noch der Schmerz, noch mein gebrochenes Herz, noch gnadenlose, quälende Müdigkeit. Naja, mir kann das alles nicht früh genug kommen. Aber wenn ich wieder am Tisch mit ihm säße, ja, dann müsste ich ja was sagen. Jetzt seht ihn euch ja an, was könnte man denn mit so einem Typen sprechen? Sind Sie dieses Jahr in den Zirkus gegangen? Welches Eis essen Sie am liebsten? Wie buchstabieren Sie Hund? Ich bin jetzt jenseits von guten und bösen Gefühlen. Wenn er mir auf den Fuß tritt, merke ich es nur noch am Geräusch der splitternden Knochen. Und alle Ereignisse meines Lebens, die ziehen vor meinen Augen vorbei. Aber die Zeit, als ich in der Karibik in einen Hurricane geriet, da war der Tag, als ich mir bei dem Taxi-Zusammenstoß den Kopf zerschmetterte, da war der Abend, als das betrunkene Frauenzimmer ihre einzigen wahren Liebe an den bronzenen Aschenbechern nachwarf und mich erwischte. Da war der Sommer, in dem das Segelboot ständig kenterte. Ich glaube, mein Verstand beginnt sich zu verwirren. Es scheint mir fast, als ob das Orchester aufgehört hätte. Das kann natürlich nicht sein, es kann niemals sein, nein. Doch ist in meinen Ohren eine so himmlische Ruhe. Oh, haben wir aufgehört. Oh, wie gemein von Ihnen. Sie haben für heute Schluss gemacht, verflixt. Oh, wenn Sie, glauben Sie, dass Sie dann? Oh, vielleicht für $5? Glauben Sie wirklich? Ach, das wäre ganz wunderbar. Und hören Sie, sogar mit $20, ja. Sagen Sie ihm doch bitte, dass Sie das gleiche Stück noch einmal spielen sollen. Denn ich würde einfach wahnsinnig gerne weiter mit Ihnen Walzer tanzen. Getanzt wurde, gab es die deutsche Version dieses Gedichts. Jetzt gibt es die englische, von Volksweise geht es zu Folk Tune. Other lands, their ways are daring. Other lands, they're not afraid. Other lands, they show their caring. Other lands, they know of me. Wiser jock than ever you were. Wells with gay a spirit blessed. Robin's kindly untrue one. Why should I love you the best? Older, young they are, and strong and slim, net straight and broad of shoulder. Donald has a way with him. David stands a head above you. Dick's as brave as Lancelot. Should I love you?
naturally. Man, I do not. Im Frühling 1933 lernt Dorothy Parker den 29-jährigen Schauspieler und Schriftsteller Alan Campbell kennen. Wie sie hat auch Campbell einen jüdischen Hintergrund. Nach der Scheidung seiner Eltern ist er in der Familie seiner Mutter aufgewachsen. Als er Parker trifft, ist er bereits ein gefragter Broadway-Schauspieler, der auch selbst Stücke schreibt. Zum ersten Mal hat Parker einen Mann an ihrer Seite, mit dem sie tatsächlich viele Gemeinsamkeiten hat. Die Politik nimmt ab 1936 einen immer größeren Raum in ihrem Leben ein. Ganz Hollywood wird in jenen Jahren politisiert. Gerade als Jüdin schockiert sie der Antisemitismus in Deutschland. Die meisten ihrer Freunde reagieren wie im Fall Sacco und Vanzetti mit Unverständnis auf ihr Engagement. Vor allem Parkers immer stärker werdende Affinität zum Kommunismus empfinden sie als hochgradig lächerlich und halten sie für eine Salonsozialistin. Campbell und Parker kaufen Fox House in Bucks County, Pennsylvania. Zusammen mit Campbell und ihrem Co-Autor Robert Carson schreibt sie das Drehbuch zu A Star is Born. Für dieses werden sie 1938 für einen Oscar nominiert. Mit 43 Jahren erwartet sie noch einmal ein Kind, auf das sie sich freut. Zu Weihnachten fliegen die werdenden Eltern nach New York. Hier leidet Parker zwischen Weihnachten und Silvester eine Fehlgeburt. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr nach Los Angeles versucht sie mit allen Mitteln der Medizin wieder schwanger zu werden, noch gibt sie den Traum vom Mutterglück nicht auf. Am 7. Dezember 1941 treten die USA in den Zweiten Weltkrieg ein. Parker drängt Campbell, sich freiwillig zu melden, obwohl ihr Mann jeglichen Militarismus ablehnt. Sie selbst ist enttäuscht über ihre Ohnmacht und die Erkenntnis, dass ihr eigener Einsatz dem Faschismus in Europa nichts entgegensetzen kann. Sie fühlt sich als Versagerin und dringt mehr denn je. Im Frühjahr 1942 meldet sich Campbell zu den Streitkräften. Jetzt ist Parker zufrieden. Sie zollt ihm uneingeschränkte Bewunderung. Das Jahr 1944 hält endlich auch wieder einen beruflichen Triumph für sie bereit. Viking Press veröffentlicht in ihrer Anthologiereihe The Viking Portable Dorothy Parker, versehen mit einem Vorwort von Somerset Maugham. Wer hat noch nicht ihren Witz, ihre Kurzgeschichten und ihre Gedichte gelobt? Ihre Bonbons sind berühmt. Von den insgesamt 10 Bänden dieser Reihe sind 3 seit ihrem Erscheinen bis heute ununterbrochen auf dem Markt. The Portable Shakespeare, The Portable Bible and The Portable Dorothy Parker. Gewidmet ist das Buch Lieutenant Alan Campbell. Der Band enthält ihr letztes Gedicht, War Song. Es ist speziell für Alan geschrieben, ein Freibrief für eine Affäre, denn wann waren Soldaten jemals treu? Privat ist es ein schweres Jahr, ebenso wie Edwin Parker geht ihr auch Alan Campbell im Krieg verloren. Er bleibt nach Kriegsende in Europa und bittet Parker um die Scheidung, um seine Geliebte heiraten zu können. Für sie eine Katastrophe, denn trotz aller Probleme hatte die Ehe mit Campbell ihrem Leben Struktur und Halt gegeben. Bitte, lieber Gott, lass ihn doch jetzt anrufen, ja? Lieber Gott, ich will dich auch um nichts mehr bitten, wirklich nicht. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Es wäre eine solche Kleinigkeit für dich, lieber Gott. So eine winzige, winzige Kleinigkeit. Wirklich. Aber lass ihn jetzt anrufen, ja? Lieber Gott, bitte, 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 bitte. Wenn ich nicht dran denke, dann läutet das Telefon vielleicht. So ist das manchmal. Manchmal tut es das. Angenommen, ich zähle in 5er Schritten bis 500. Dann läutet es bis dahin vielleicht. Ich werde ganz langsam zählen. Und wenn es dann läutet, dann gehe ich auch nicht dran. Ich werde nicht aufhören. Ich werde nicht abnehmen, ehe ich bei 500 bin. 5, 10, 15, 20, 25. 20.
gesagt, er würde um 5 telefonieren. Ich rufe dich an um 5. Darling. Ich glaube, da hat er Darling gesagt. Ich bin fast sicher, dass er es da gesagt hat. Er hat es zweimal gesagt. Darling. Ja, auf Wiedersehen, Darling. Er war beschäftigt. Kann im Büro ja nicht viel sagen. Aber er hat mich zweimal Darling. Ich weiß, dass man nicht dauernd anrufen soll. Ich weiß, das mögen sie nicht. Wenn man es dann doch tut, dann wissen sie, dass man an sie denkt und sich nach ihnen sehnt. Und das bringt sie dazu, dass sie einen hassen. Aber ich hatte ihn doch seit 3 Tagen nicht gesprochen. Seit 3 Tagen, lieber Gott. Das ist doch genauso, als ob ihn jemand dann angerufen hätte. Jemand ganz anderes vielleicht aus dem Büro. Aber nein, natürlich störst du nicht. Das sagte er. Und er sagte, er würde mich anrufen. Er braucht das ja nicht zu sagen, ja? Ich habe ihn nicht drum gebeten, wirklich nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube nicht, dass er sagen würde, er telefoniert mit mir und dann wird er einfach nicht anrufen. Lass ihn das nicht tun, lieber Gott, nicht so. Ich rufe dich um 5 an, Darling, hat er gesagt. Auf Wiederhören, Darling. Er war beschäftigt, er war in Eilen, es waren Leute in der Nähe. Und dann nannte er mich zweimal Darling. Das gehört mir. Das habe ich. Auch wenn er nie mehr anruft, dann habe ich das, ja. Aber es ist so wenig, lieber Gott, das ist wirklich zu wenig. Bitte lass ihn mich wiedersehen, ja. Du sitzt dort oben, so alt, mit deinen ganzen Engeln. Und ich komme mit so einer simplen Bitte um einen Telefonanruf zu dir. Du, umgeben von den Sternen. Lach nicht. Nein. Lieber Gott, sieh mal. Du weißt nicht, wie das ist. Du bist so sicher. Dort oben auf deinem Thron, mit dem Himmelsblau, das unter dir kreist. Nichts kann dich berühren. Niemand kann dir eigenhändig das Herz aus dem Leib reißen. Um deines Sohnes willen, hilf mir. Ich habe gehört, dass wenn man dich im Namen deines Sohnes anspricht, dass du dann hilfst. Ja, nein, tust du das nicht. Tu es doch bitte. Im Namen deines geliebten, einzigen Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Lass ihn jetzt anrufen. Ich muss damit aufhören. Ich muss mich ganz anders verhalten. Nehmen wir mal an, ein junger Mann sagt, dass er ein Mädchen anrufen wird und dann kommt was dazwischen. Dann ruft er ihn nicht an. Ist doch auch nicht so schlimm, oder? Also das passiert doch überall auf der Welt, just in diesem Moment. Du verdammter hässlicher funkelnder Apparat mit deinem Mauseschwanz in der Wand. Es wird dir wohl wehtun zu läuten, was? Ich reiß dir deine dreckigen Wurzeln raus. Deine Visage in. Ach. Selbstgefällig bist du. Klingelst nicht. Nein. Ja, ich muss aufhören. Ich muss an was anderes denken. Ich werde die Uhr in das andere Zimmer stellen und dann kann ich nicht draufschauen. Wenn ich unbedingt draufschauen muss, dann muss ich ins Schlafzimmer gehen, dann habe ich was zu tun. Vielleicht ruft er mich an, bevor ich wieder draufschaue. Ich werde ganz lieb sein, wenn er dann anruft. Und wenn er sagt, dass er mich heute Abend nicht sehen kann, dann sage ich, aber das macht doch nichts, Schatz. Ich werde so sein, wie ich war, als ich ihn kennenlernte. Dann wird er mich vielleicht auch wieder mögen. Ich war immer lieb anfangs. Oh, es ist so leicht, Menschen zu mögen, bevor man sie liebt. Sieh mal, lieber Gott, wenn du ihn nur bitten könntest, so vielleicht anschieben, damit er einfach anruft. Ich würde lieb zu ihm sein, ich würde fröhlich sein, ich würde genauso sein, wie ich früher war und dann wird er mich auch wieder lieben und dann würde ich dich nie mehr um irgendwas bitten müssen. Das ist auch gut. Verstehst du, lieber Gott? Bestrafst du mich? Habe ich irgendwas getan? Lieber Gott, es gibt doch so viele schlechte Menschen. Das, was wir da gemacht haben, das kann ja nicht so schlecht sein. Es hat doch niemandem wehgetan. Es ist doch nur schlecht, wenn es anderen wehtut. Wir haben keiner einzigen Menschen Seele wehgetan. Wenn er nicht telefoniert, dann weiß ich, dass der liebe Gott mich hasst.
Ich werde in Fünfer-Schritten, das 510. Und wenn er mich bis dahin nicht angerufen hat, dann weiß ich, dass Gott mir niemals helfen wird. Und das wird das Zeichen sein. 5, 10, 15, 20, 30, 35. Ja, es war schlecht. Ich wusste ja, dass wir Fehler machen. Schick mich doch nicht in die Hölle. Du glaubst wohl, dass deine Hölle schlimmer ist als meine. Darf das nicht, so macht man das nicht. Nehmen wir mal an, er ruft mich ein bisschen später an. Das ist ja kein Grund, hysterisch zu werden. Vielleicht ruft er gar nicht an, vielleicht kommt er direkt hierher, ohne zu telefonieren. Er wird verärgert sein, wenn er sieht, dass ich geweint habe. Sie mögen es nie, wenn man weint. Er weint nie. Ich wünschte, ihr könnt es wissen, ohne dass ich es ihm sage. Sie mögen es nicht, wenn man ihnen sagt, dass sie einen zum Weinen gebracht haben. Sie mögen es nicht, wenn man ihnen sagt, dass man ihretwegen unglücklich ist. Wenn man es dann doch tut, dann halten sie einen für tyrannisch und anmaßend. Und dann hassen sie einen. Sie hassen einen, wann immer man etwas sagt, was man wirklich denkt. Man muss ihnen ständig was vormachen. Und ich dachte, dass wir das nicht nötig haben. Ich dachte, das wäre was Großes. Dass ich immer sagen könnte, was ich meine. Ich vermute, dass man das nicht kann, niemals. Ich vermute, dass es niemals etwas gibt, das dafür groß genug ist. Wenn er nur anrufen würde, dann würde ich ihm auch sagen, oder nicht sagen, dass ich seinetwegen traurig war. Sie hassen traurige Menschen. Ich würde so lieb und so fröhlich sein, dass er mich gern haben müsste. Vielleicht macht er auch Folgendes. Ja, vielleicht kommt er direkt her, ohne mich anzurufen. Vielleicht ist er schon auf dem Weg. Es könnte ihm etwas zugestoßen sein. Nein, ihm könnte ja nie was zustoßen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ihm was zustößt. Ich stelle mir nie vor, dass er irgendwo tot liegt. Überfahren. Ich sehe nie still und überfahren irgendwo liegen. Ich wünschte, er wäre tot. Das ist ein furchtbarer Wunsch. Das ist ein schöner Wunsch. Wenn er tot wäre, würde er mir gehören. Wenn er tot wäre, würde ich nie an jetzt und an die letzten Wochen denken. Ich würde mich nur an die schönen Zeiten erinnern. Es wäre einfach wunderbar. Ich wünschte, er wäre tot. Ich wünschte, er wäre tot, tot, tot. Ja, das ist albern. Ja. Nein, ich werde ihn nicht anrufen. Nein, nein. Ich werde nie wieder anrufen, solange ich lebe. Kann er warten, bis er schwarz wird. Ja. Bevor ich ihn anrufe. Du brauchst mir keine Kraft zu geben, lieber Gott. Nein, die habe ich ja selbst. Wenn er wollte, dann könnte er mich erreichen. Er weiß, wo ich bin. Er weiß, dass ich hier warte. Oh, ist ich meiner so sicher, so sicher. Ich frage mich, warum sie einen hassen, sobald sie sich so sicher sind. Es wäre so einfach, ihn anzurufen. Dann wüsste ich ja Bescheid. Vielleicht wäre das gar nicht so dumm. Vielleicht wäre das auch gar nicht unangenehm. Vielleicht würde er sich freuen, vielleicht hat er versucht, mich zu erreichen. Manchmal versuchen die Leute wieder und wieder, einen telefonisch zu erreichen. Das heißt, der Teilnehmer antwortet nicht. Ich sage das nicht so daher. Das passiert ja wirklich, lieber Gott. Ich habe ihn ja vielleicht missverstanden. Vielleicht hat er gesagt, dass ich ihn anrufen soll. Vielleicht hat er gesagt, ruf mich um 5 an, Darling. Das könnte sein, das könnte er gesagt haben. Ich bin fast sicher, dass er das gesagt hat. Oh, lieber Gott, schick mir bitte Gewissheit. Nein, nein, nein. Gib mir Gewissheit. Ich werde an etwas anderes denken. Ich werde einfach ruhig da sitzen. Wenn man halt still sitzen könnte. Vielleicht könnte ich ja lesen. Alle Bücher handeln von Leuten, die sich lieben, aufrichtig und innig lieben. Weshalb müssen sie ausgerechnet darüber schreiben? Wissen sie denn nicht, dass es nicht wahr ist? Wissen sie nicht, dass es eine verdammte Lüge ist? Deshalb müssen sie ausgerechnet darüber berichten, wo sie doch wissen, wie weh das tut. Lieber Gott, müssen sie jetzt wirklich nicht anrufen lassen? So überhaupt nicht. Ich verlange nicht, dass du jetzt in diesem Moment das Telefon klingeln machst, lieber Gott. Nur lass ihn doch eventuell in ein paar späteren Momenten hier anrufen, ja? Zähl noch einmal bis 500. Ganz langsam, in 5er Schritten. Wie ausgemalt. Ich zähle
Vater im Himmel, lieber Gott, bitte. 5, 10.